So, und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, genommen habe zu einem neuen Part Summer in Mara. Ja, willkommen zurück. Wir haben jetzt schon gelernt, okay, ernten können wir noch nicht. Wir haben gelernt, wie wir eine Mine, ich habe Offscreen herausgefunden, wie wir was verbrauchen, um die Mine zu bauen. Und ich glaube, ich kann das jetzt machen, wenn mich alles täuscht. Da hinten haben wir ja schon im letzten oder im vorletzten Part gesehen, wo der Ort ist, wo die Stelle ist, wo wir uns die Mine bauen müssen. Ich glaube, ich habe jetzt sogar das Zeug schon zusammen. Das habe ich aus Versehen zusammengesucht und können wir hier mal endlich die Quest erfüllen. Mit dem Hammer. Eine Mine. Genau, möchtest du einen Bau oder jemand bauen? Ja, ich baue eine Mine. Zwerg baut eine Mine. Errungenschaft freigeschaltet. Lettuce Shop. Wow, das ist wirklich fantastisch. Eine Mine. Ja, Zwergenfest und eine Mine. Wundervoll. Vielen Dank, Mara. Ich werde jeden Stein aus dieser Höhle mit Respekt behandeln. Du hast ein neues Bauelement. Aha, und nun eintreten. Treten wir mal ein in die Wunder der Mine. Ich habe nicht gewusst, dass es das auf meiner Insel gibt. Hier gibt es viele Mineralien. So viel auch wieder nicht. Seine Tiefe geht noch tiefer, die Mine. So, ein Spitzhacke rausholen. Mal schauen, was wir davon abtragen können. Und was noch nicht. Wir haben noch keinen verstärkten Hammer. Wir haben schon einen verstärkten Hammer, aber noch nicht einen endgültig verstärkten Hammer. Das geht noch mal besser. Ein Goldhammer oder ein Platinhammer oder Diamanthammer. Keine Ahnung, was es da gibt. Jetzt sind wir tatsächlich mit dem Hammer, nicht mit der Spitzhacke. Tja. Und dann werden wir hier wahrscheinlich auch schwach werden. Dann müssen wir hier wahrscheinlich erstmal Nahrung besorgen. Und schlafen gehen. Ist das alles schon oder geht das dann noch weiter hinten? Komme ich hier noch weiter oder ist das jetzt schon... Ja gut, das ist ein bisschen mehr Mineralien, wie du in der Oberfläche findest, aber... Wenn es das schon war, war das ein bisschen wenig. Nicht nur bauen. Ach, Mine. Möchtest du ein neues Bauelement bauen? Jetzt können wir hier die Mine erweitern. Ach du Schande. Fass mit Schießpulver, Fahren, Feuer weg. Ach komm, lass sein. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ach, du kannst jetzt noch weiter und weiter graben. Immer weiter sprengen. Sprengungen machen. Ja, aber das reicht doch jetzt erstmal. Für die erste Quest haben wir doch hier erstmal eine Mine. Wo wir ein bisschen was an Mineral kriegen können. Jetzt ist jetzt nicht sonderlich viel. Das kann man auch auf dem Rest der Insel irgendwie zusammengraben. Das ist nichts. Ich habe jetzt hier draußen schon die Hälfte. So, wir müssen mal was essen. Wie wär's denn mit einem Pfirsich? Die Reiskuchen, die wir irgendwie für eine Quest brauchen, aber ja, ich esse einen davon. Einen Reiskuchen. Da brauche ich noch einen. Ja, ich esse erstmal einen Pfirsich. Okay, essen. Essen. Müsst jetzt einzeln auswählen oder was? Es gab übrigens ein Update für Summer in Mara. Zwischenzeitlich mal. Ich weiß nicht, was das bewirkt hat. Auf der Karte hat sich, glaube ich, nichts erweitert. Nicht noch eine Spukinsel, die dazu gemacht wurde. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob die durch das Update kam. Die Spukinsel. Gut, jetzt haben wir aber doch die Quest erfüllt, die uns die Madame gegeben hat.
Ich dachte, das wäre von ihr, aber irgendwie. Ach so, mit ihr sind wir jetzt fertig. Das war die Quest. Ah ja, jetzt brauchen wir hier Holz, um die Quest zu machen. Dann machen wir heute ein bisschen Quest und gucken mal, wie wir weiterkommen. Kalix Lieblingsfisch. Müssen wir auch noch machen. Irgendwie wann die Tinte rankommt, weiß ich auch nicht. Spreche mit Napopo. Okay, mit Napopo müssen wir sprechen und Baumwolle brauchen wir und Faden. Okay, ich glaube, die Minenquest haben wir jetzt erledigt. Wie wir daran kommen, weiß ich nicht. Kaufe ein paar Reiskuchen, das ist irgendwie verpackt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe da 4 Stück von dem Inventar, aber ich kann es dem noch nicht abgeben. Also würde ich mal sagen, als nächstes, ja, die Barren kann ich vielleicht jetzt auch aus der Mine. Als nächstes würde ich jetzt erstmal Holz sammeln. 20 Holz für Bram. Also mal die Axt rausholen. Damit wir die Quest mal erledigen. Und dann sprechen wir mal mit Napopo und dann gucken wir weiter. Müssen wir auch mal bei der Gelegenheit mal neue Bäume hier fällen auf der Insel. Sonst geht uns hier bald das Holz aus, die Holzquelle. So können wir hier irgendwie Kuh säen. Pfirsich kann ich sehen. Ach, an der Höhe, okay. Aber hier Samen zum Hinpflanzen haben wir nicht mehr. Das ist schlecht. Ich will trotzdem erstmal ein paar Bäume. Ich brauche das Holz. Okay, wie viel Holz haben wir? Holz haben wir jetzt oder nee, das glaube ich nicht. Das ist der Baukatalog. Inventar. Wir haben genügend Stoff. Ich muss mich gerade ein bisschen am Auge reiben. Ich habe irgendwie hab was im Auge. Holz, 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 Holz. Für den Questlog, vielleicht können wir da nachgucken, wie viel wir schon für die Quest haben. 6 von 20, okay, da müssen wir auch einige Bäume fällen. Oh, war ja. Ich hoffe, wir können das irgendwann wieder aufarbeiten, ein bisschen. Wir können irgendwann wieder Bäume pflanzen. 8 haben wir jetzt. Ich fälle hier einfach alles platt. Ich brauche das jetzt für die Quest. Ist mir jetzt erstmal egal. Nach mir die Sintflut. Muss ich dann Zukunftszweige drum kümmern. Schöne Grüße bitte. Du musst dann 12, sehr gut. Die Zukunftszweige muss dann wieder anpflanzen. Ich baue jetzt erstmal das Holz für die Quest. Jo. Können wir hier noch Bäume fällen? Können wir machen. Oder? Ne, können wir nicht. Steku. Okay, die Bäume, die wir hier pflanzen. Guck mal hier, welche Pflanzen. Das war vielleicht nicht schlecht. Da meint sie doch, das eine sollte an einem höheren Baum, einem höheren Punkt gepflanzt werden. Ich kann mal, es auf der Spitze irgendwo einen
den Pfirsichbaum anpflanzen. Ich mal Kuh. Genau hier. Sehr schön. Die Bäume können wir nicht. Sehr schade. Das sind Deko-Elemente. Reine Deko-Elemente. Beschwingte Musik. Sehr schön. 16 haben wir. Ein, zwei Bäume noch. Oder in den Busch. Büsche können auch fällen. Du hast erschöpft. Ja, kannst dich ausruhen. Wenn du fertig bist. Das können wir einpflanzen. Oh, eins fehlt noch. Den Busch. Perfekto. So war es geplant. Jetzt können wir gleich mal einen neuen Baum pflanzen. Das Ganze gut angehen. Der Pinienkern gleich mal einen neuen Baum sehen. Wer abholzt, muss auch ansehen. So neue Bäume pflanzen. So gehört sich's. Die muss ich durch mal gießen. Oh, ich habe nicht mehr viel Wasser hier. Sollte es mal demnächst mal wieder regnen. Das wäre nicht schlecht. So, dann bringen wir mal das Holz und den Stoff vorbei. Nach Quelis. Zu dem, der es braucht. Jo. Auf geht's. Ja gut, Steuerung sollte man da mal nach zig Parts irgendwann mal drin haben. Meint er? Ja, ist mit der Steuerung. Ja. Und Steuerungen in Spielen. Es ist so eine Sache. Ja, nach Queen ist es nicht weiter. Müssen wir keine Abkürzung nehmen. Müssen wir nicht viel bezahlen, dass wir hinkommen. Das schaffen wir auch so. Und da ist schon der Hafen. Und das Welt kriegt gleich nochmal das Zeugs. Questlog. Zu wem muss ich hinrennen? Ach, er, der Kollege. Na dann, ab an den Strand. Wofür auch immer dass er das nochmal gebraucht hat. Wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren. Ups. Quest erledigt. Diese Materialien sollten ausreichen, ein paar Fackeln anzufertigen. Fackeln also, aha. Vielen Dank, Bruder. Gern geschehen. Selbst die besten Köche brauchen Hilfe. Ja, ja. Bitte sagt meinem Onkel nichts. Brr. Er besteht darauf, dass ich alles allein erledige. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Brr, zum Glück. Okay. Du hast dein neues Bau mit Fackeln. Halten. Sehr schön. Ich erzähle es ihm. Er hat mich gerade drum gebeten. Tach, ich brauche einen deiner köstlichen Reiskuchen. Möchtest du das Rezept dafür lernen? Ich brauche dafür etwas Reismehl und ein kleines wenig Schokolade. Wenn du mir die nötigen Zutaten bringst, zeige ich dir, wie man sie zubereitet. Sicher, wir können ja mit denen, die wir gekauft haben, nichts anfangen. Wir müssen die erst selber machen. So zwei Mehl und eins Schokolade, das dürften wir vielleicht kaufen können. Die
Verkünder da schon aufgestellt. Sorry. Da hat gerade so ein bisschen mein Hals gekratzt und meine Stimme versagt. So zwei Mehl, eins Schokolade. Mehl. Das können wir bestimmt kaufen. Ja, als Müll. Mehl und Schokolade. Okay, du verkaufst das nicht. Sieht ähnlich aus wie das Material, was der Kollege braucht. Der Elit. Mehl, zwei Mehl und Schokolade. Schokolade verkaufst du nicht, oder? Ja, auch das Mehl kann ich mir nicht leisten. Nimm ein paar Trüffel. So, Mehl. Zwei Mehl und Schokolade. Ich habe so eine Idee, wer Schokolade verkaufen könnte. Du vielleicht. Nein, tust du nicht. Schokolade. 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 Fällt mir hier das SpongeBob-Meme ein. Hier eventuell eingeblendet, wenn ich es nicht vergessen habe. Ach so, mit ihr können wir nicht handeln, dann mit ihm. Schokolade. Sehr gut. Dann war die Quest auch wieder erledigt. Machen wir das mal gleich. Dann wollte ich nochmal mit der Schmiedin sprechen. Jetzt, wo wir alle Quests von ihr erledigt haben. Vielleicht hat sie noch was zu sagen. Ich habe dir die Zutaten für den Reiskuchen mitgebracht. Perfekt. Ja, hast du das Rezept, dann kannst du sie in Zukunft selber zubereiten. Vielen Dank, meine Freundin Napopo. Wird begeistert sein. Ah, so können wir Napopos Quest erledigen. Was für ein ungewöhnlicher Name. Sie ist eine gute Freundin von mir und ein echtes dicker Maul. Reiskuchen haben wir ja nicht schon viel von. Okay, das muss das jetzt sein. Ach so, er hat auch noch eine andere Quest. Aber jetzt erstmal Napopo. Ich glaube, das scheint hier die wichtigste Quest zu sein. Jetzt erstmal Napopo zu befriedigen. Das klingt falsch. Den Hunger zu befriedigen, meinte ich. Ja. Essen zu geben. Die anderen kann ich ja selbst verspeisen. Quast erschöpft. Dann sollst du vielleicht was essen. Vielleicht ein paar Reiskuchen. Erstmal nur Erdbeeren. So. Das wäre blöd, wenn jetzt alle Reiskuchen weg ist, oder? Ja. Für den Augenblick ist alles friedlich. Schmecken sie dir? Jetzt haben wir es ihr gegeben. Die Reiskuchen. Den Reiskuchen. Das freut mich zu hören. Ein Reiskuchen. Sehr gut. Was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt ist er irgendwie wütend. Was ist denn los? Teufel? Ist das der Enid? Wer ist das? Aquila? Was ist denn mit ihm? Hast du Angst vor ihm? Hast du ihn? Aquila kann manchmal etwas beunruhigend wirken, aber hassen ist doch ein bisschen zu viel. Ja, in Ordnung. Ich werde mit ihm reden. Sprich mit Aquila und Napopo und die Enid. Okay, bei dem hatten wir auch noch eine Quest offen, aber gut, die ignorieren wir jetzt mal. Ich glaube, die Napopo-Quest ist jetzt erstmal die Zentrale, die uns weiterbringt. Die zentrale Quest, die uns zumindest im Abenteuer weiterbringt, weil ein blaues Eichhörnchen. Jo. Es scheint storymäßig relevant zu sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Napopo ist ja die Story. Deswegen sprechen wir mal mit ihm. Was brauchst du diesmal, Mädchen? Ich habe deine Freundin. Sie mag dich nicht allzu sehr. Welch eine Überraschung. Es ist Napopo. Ich glaube, sie hasst dich. Napopo? Das ist ein Name aus uralten Mythen. Ein merkwürdiger Name für eine Person. Ja, meine Freundin ist eine besondere Person.
Nabapong ist ein uralter Name in Mara, verstehst du? Er gehört zu einer Unterwasserzivilisation. Es gibt eine besondere Verbindung zwischen diesem Namen und dem Meer. Ich möchte niemandem mit dem Namen Napopo zum Feind haben. Gibt es etwas, was ich tun kann? Du? Nein, nichts. Aber nimm diese Perle. Man hat sie mir vom großen Quäbaum gebracht. Legende nach gehört sie einer dieser Kreaturen. Ist gut, ich bringe sie zu ihr. Das könnte vielleicht einiges erklären. Das könnte erklären, warum sie wütend ist, wenn der Elite da die Perle geklaut hat. Sie geklaut in ihrer, aus ihrer Sichtweise. Er hat sie wahrscheinlich gefunden und aufbewahrt. Aber ja, man kennt es ja. Es führt auch mal zu Missverständnissen. So, einfach mal durchschwimmen, den geraden Weg hindurch. Warum Wege nehmen? So. Dann klären wir das mal. Können wir mal den Disput schlichten. Hier. Das hat mir Aquila für dich gegeben. Das ist eine ganz besondere Perle. Es ist überrascht. Magst du sie? Sie ist wirklich hübsch. Oh, das tut mir leid. Gehört sie deiner Familie? Aquila hat sie mir gegeben, damit ich sie zu dir bringe. Das ist wirklich traurig. Das tut mir leid. Ich hoffe, sie wird dir helfen, die Erinnerung an deine Familie zu wahren. Was hast du jetzt? Ah, der Kollege. Okay, ich rede mit Blue. Warum machst du es nicht selber? Er steht gegenüber von dir. Steht direkt hier, ganz nebenan. Warum? Okay. Blue, ich glaube, Napopo will mir noch etwas sagen. Ist gut, ich frage sie. Ach so, er ist der Übersetzer. Ein Baum? Ich verstehe. Sie sagte, die Perle gehört zu ihrem Volk. Sie ist glücklich, sie wieder zu haben. Sie möchte Aquila etwas als Gegenleistung geben. Das freut mich. Was denn? Ein Ort versunkenen Schatz. Napapa wird dich zu ihm führen. Toll. Tauch in das Meer des Quäbaums und finde den Schatz. Das klingt doch nach einer Quest. Das geht doch voran. Also müssen wir gerade mal gucken, wo das ist. Jetzt mal gerade die Quest. Mit Bram müssen wir sprechen für den nächsten Auftrag. Ja, egal. Machen wir dich natürlich aber. Ach, hier. Oh, da müssen wir. Mist. Müssen wir erstmal unser Boot erweitern. Da können wir doch nicht hin. Ja, Boot erweitern. Das ist jetzt Mist. Dass wir da jetzt noch nicht hinkommen. Das ist erstmal die Sardine wahrscheinlich, ja. Ja, das sind die Bootbauer. Die brauchen das. Spreche mit Blue für den nächsten Auftrag und mit Bram. Gut, dann erstmal Blue und Bram sprechen. Sie mögen es in dunklen Nächten den Lichtern zu folgen. Was meinst du damit? Kannst du ein Feuer machen? Die Flamme des Feuers wird der Turgeister zu deinem Zuhause leiten. Sie werden dich beschützen. Mach ein Feuer in deinem Haus und sie werden sich nachts um dich kümmern. Das klingt alles sehr gespenstisch. Auf meiner Insel gibt es einige Feuer, die Jaja errichtet hat. Ich werde noch mehr bauen. Aha, ein Lagerfeuer. Entzünde Feuer, ein Feuer auf Kors Insel. Das ist nicht schlechter als das. Okay, Senat haben wir keinen. Dann sprechen wir noch mit Namen. Und dann geht's zurück auf die Insel, da können wir da mal Feuer machen. Da müssen wir irgendwann mal herausfinden, wie wir das Boot vergrößern können. Wir müssen weiter. Und wir versuchen es mal dorthin zu kommen. Vielleicht können wir es jetzt, wo wir den Quest haben. Ich fürchte nein, aber mal schauen. Okay, dann bin ich runtergestürmt. Sprechen. Stimmt etwas nicht, Bram? Mein Onkel hat mich gebeten, diesen alten
Kühlschrank zu entsorgen. Wir bekommen morgen einen neuen, besseren Kühlschrank. Ich nehme ihn. Bist du sicher? Wenn er noch funktioniert, kann ich ihn in mein Haus abstellen. Es wäre toll, einen Kühlschrank zu haben, denn dann könnte ich Wassereis machen. Wenn das für dich okay ist. Wenn du nächstes Mal vorbeikommst, habe ich ein Geschenk für dich. Für deine Unannehmlichkeiten. Wie aufregend. Das ist eher eine Kühltruhe als ein Kühlschrank, aber gut. Sehr schön. Es tut mir leid, dass ich dich fragen musste. Ich verstehe, wenn du das nicht tun möchtest. Ach so, ich muss erstmal die Kühltruhe abstellen. Und dann, also Feuer machen, Kühltruhe abstellen. Alles klar. Also erstmal zurück zur Insel. Stellt sich der Hund hier in den Weg? Dieser Hund. So, zurück zur Insel. Den Fisch haben wir noch nicht gefangen. Da muss ich erstmal einen Ort suchen, wo wir den fangen können. Mit dem Fisch fangen bin ich noch nicht so gut. Crash. Hab in den nächsten Kutter gecrashed. Offene See. Na dann, zurück zur Heimatinsel. Und die Quests erledigen. Und dann versuchen wir vielleicht mal schon an den Rand des Möglichen zu kommen und mal hier dorthin zu kommen. Ja, das kann auch echt nicht wahr sein. Ja, OBS hat gerade einfach mittendrin meine Aufnahmen beendet. Ja, was ihr jetzt verpasst habt, was ich einfach ohne Aufnahmen weitergemacht habe. Hier die Kühltruhe habe ich aufgebaut, da können wir jetzt Eis drin machen. Und ich habe geguckt, ich habe ein bisschen Holz abgebaut für das Feuer. Hab ich ein bisschen vergeblich versucht, ein Feuer zu bauen. Das kann ich euch gerade mal zeigen hier. Feuer, da brauchen wir 3 Holz und 2 Kohle. Da habe ich keine Idee gehabt, wie wir zu Kohle kommen. Wie wir Kohle machen können. Können wir hier irgendwo Kohle machen? Ja, und dann habe ich auch schon den Part beendet. Also waren nur die letzten paar Sekündchen. Das sind ein paar Minütchen. Die letzten 2 Minuten sind nicht mit drauf. Ja, und wenn mich noch oben echt gefallen haben lassen, aber da ihr neu seid, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es dann weitergeht in Zaman Mara. Haut darin. Ciao, ciao.